Ja, diese Bilder, die Sie gerade gesehen haben, sind gleich nach dem Finale der Europameisterschaft 2020 um die Welt gegangen. Italien hat es geschafft und ich habe auch recht gehabt seinerzeit bei der Stellungnahme. Italien ist also der neue Europameister und zwar zum zweiten Mal. Die Engländer sind traurig. Ja, sie sind traurig. Warum? Ich sage mal, dass der Southgate, der Trainer, dieses Finale verloren hat. Ja, würde ich auch sagen, weil im Endeffekt der Eintausch, also die ganzen Jungen einzutauschen in so einem Finale, hätte ich nicht gemacht. Aber, ja, 2 Minuten vor Schluss. Ja, genau, wo es um nichts geht eigentlich für die Jungen mehr, weil die zwei einen Ballenkontakt hat, zwei hoch und dann muss er gleich zum Elfmeter schießen. Er hat aber dann eh gesagt im Interview, dass er die Verantwortung hat, weil er die Jungen dann eigentlich zum Elfmeterschießen eingeteilt hat. Also da hat er eh gemerkt, dass er wahrscheinlich einen Blödsinn gemacht hat oder sicher einen Blödsinn gemacht hat, auf jeden Fall. Ich glaube, dass er einen Blödsinn gemacht hat, denn zwei junge Spieler so knapp vor Schluss hineinzuholen, nur zum Elfmeterschießen, das ist daneben gegangen. Ja, das hat man dann gesehen. Meiner Meinung nach hätte er schon früher tauschen müssen. Weil ich bin wieder ein Verfechter von Elfmeterschießen. Also ich hätte es probiert, hopp oder drop, und hätte mich aufs Elfmeterschießen konzentriert. Aber das war seine Entscheidung. Aber anders gesehen ist wieder, der Rashford ist ein Stammspieler bei Manchester United schon seit 2 Jahren. Der Sancho war bei Dortmund fix. Also die haben schon auch alle eine Routine. Der sollte die in etwa verschossen haben. Die haben nicht verschossen, ich sage immer, der Tormann hat ihn gehalten. Sie haben einmal der Für die Größe, was der hat, haben sie mal schlecht geschossen. Wir haben vorher schon gesprochen, ich hätte mit ihm Mieten geschossen. Das war vielleicht eine kleine Chance gewesen. Aber sonst musst du so genau bei so einem großen Dormen und dann die Nerven dazu, also das war sicher nicht einfach. Ja, in der Bilanz Nummer 2 geht es also natürlich auch um die Torleute. Gerade jetzt, weil ja dieses Elfmeterschießen sehr viel von den Torleuten abhängig war. Jetzt, wie fühlt man sich so? Du bist ja bei großen Spielen schon oft als Tormann drinnen gestanden. Wie fühlt man sich da so, wenn jetzt das alles am Elfmeterschießen hängt, wenn man da jetzt dasteht und weiß, also irgendein prominenter Schütze kommt jetzt auf mich zu, der schießt einen Elfer. Was macht man da als Tormann? Wie ist man da? Naja, schon als Tormann kannst du beim Elfmeterschießen eigentlich eh noch gewinnen. Also der Schütze ist der Armere, auf der armere Seite, muss ich sagen. Und man muss halt positiv denken. Ich habe ein paar mitgemacht und da muss ich sagen, nachbetrachtet, habe mir immer, nein, ich gewinne es nicht. Nein, man muss positiv denken, dann habe ich mal ein positives, vorher gedanklich gesagt und dann muss ich sagen, dann hat es geklappt. Also, wobei, von mir war ja der Big Four so und so nicht so guter Tormann, weil da haben wir Rummer, wie er schon heißt, der hat schon unheimlich gut. Bei dem Drumherum alles gepasst hat? Ja, bei Drumherum hat alles gepasst bei ihm. Ja, er ist ein sehr guter Gulmer, hat eine gute Ausstrahlung, ruhig gewesen, hat einen riesen Vorteil auch gehabt. Wie gesagt, der Bigfoot war immer so ein bisschen zappelig und der ist auch sehr stark von der Abwehr abhängig gewesen. Wenn man jetzt zurückblättert, das Spiel haben die Engländer schon im Spiel eigentlich verloren, denn sie haben eigentlich das italienische Spiel gespielt. Ein schnelles Tor und dann Catenaccio sich zurückgezogen und die Italiener den Freiraum gelassen und immer wieder auf Konter gewartet. Und die Italiener wussten zuerst nicht so recht, etwas anzufangen mit dieser Situation. Aber dann haben sie sich eigentlich erfangen. Ja, das war überraschend, dadurch, dass das Tor so schnell gefallen ist. Hat mir ja eher geglaubt, von den Engländern her, die können nicht das. Die setzen sofort nach und versuchen dann schon das zweite Tor zu machen. Aber die Italiener haben das super gemacht, in Sterling haben es einmal komplett abgemeldet. Ja. Der hat versucht, dann überall auszuweichen, das ist nicht, hat nicht funktioniert. Passungenauigkeit ist dann gewesen, sie haben viele Fehlpässe gemacht und sind dann eigentlich unter Druck gekommen und die Italiener haben sich dann richtig reingespielt in diese. Die haben das Tor gut weggesteckt, das ist ja nicht so einfach, wenn es noch nicht einmal eine Minute nach Goal kriegst. Und ich glaube, wir haben auch dann verdient gewonnen, muss man sagen. Ja, und die haben dann 3 entscheidende Spiele sogar noch rausgenommen. Immobilie zum Beispiel. Sind 3 wirkliche Leute, die Tore machen können. Der war ganz abgemeldet. Das war wie beim Sterling. Ne? Der hat, Immobilie den hat man überhaupt nicht gesehen. Und verletzt hat er sich dann auch da. Ja, also das. Klar ist es. Der Trainer ist auch gefragt: Nimm ich den raus, nimm ihn nicht raus. Es kann immer noch was passieren, wenn der drin ist. Aber er hat sich halt entschieden und das ist oft eine Glückssache, ja, das funktioniert. Mancini hat gewonnen gegen Southgate. Ja, genau.
zurück ins Aus geht, ja, er war Abwehrspieler und hat also vielleicht auch deshalb sehr defensiv agiert in diesem Finale. Ja, das stimmt. Also viel zu defensiv. Wobei ich muss sagen, die Engländer in der Abwehr sind sehr gut gewesen. Thomas hat mir nicht gefallen. Und noch vor sind sie halt von Sterling abhängig gewesen, seine Schnelligkeit, unheimliche Schnelligkeit. Der Kane hat sich mehr oder minder dann im Laufe des Turniers auch gesteigert. Aber insgesamt trotzdem war Italien verdienter Weltmeister. Ich meine, Pool sind 11 Meter, ist entscheidend. Europameister noch immer, aber Weltmeister waren sie auch schon. Ja, Europameister auf jeden Fall verdient, muss ich sagen. Aber sie haben insgesamt über das ganze Turnier den besten Eindruck für mich gemacht. Die Engländer haben meines Erachtens auch schon Schwierigkeiten gehabt im Spiel, im Viertelfinale gegen die Dänen. Genau. Das ist ungefähr auch so abgelaufen. Da haben die Dänen zwei Tore geschossen, sie sind ins Spiel gekommen dann und dann, das ist überhaupt komisch. Die Engländer sind einmal, auch die Clubmannschaften, die immer nach vorwärts spielen. Darum war ich irgendwie überrascht, dass sie das so defensiv angelegt haben und ohne Risiko zum Spielen. Also das ist normal unenglisch, weil das normal heißt immer Vollgas. Aber vorne der Kane ist sicher ein gefährlicher Mittelstürmer, aber ist eher Strafraumspieler. Und vielleicht hätte da etwas gehört, dass man dort nur einen Beweglichen reingibt, der eben dann Räume schafft. Und das war alles so statisch, hat das von der Optik hat es so ausgeschaut. Und die Italiener haben das ausgenutzt dann, ganz einfach. Und ein bisschen Glück haben sie gehabt auch gegen Dänemark, denn die Dänen sind ja in der zweiten Hälfte der Verlängerung zusammengebrochen. Da war nichts mehr da. Die haben also keine Kraft mehr gehabt, das hat man gesehen. Das hat man ja gesehen bei der Pause von der Verlängerung, wie tief schon die Augen drin waren und die Gesichter eingefallen waren. Und man hat auch bei den Laufduellen gesehen, dass das einfach nicht mehr so geht und Krämpfe haben sie schon gehabt. Also das war, für die war es überhaupt schwierig, die ganze Europameisterschaft. Aber muss man sagen, Hut ab, die haben sich super verkauft. Ja, und die Italiener haben einen Tag länger Pause gehabt. Das ist vielleicht das auch mitentscheidend gewesen. Ja, sehr. Bei so Spielen, wo die Temperaturen hoch sind, wo die Anspannung irrsinnig groß ist, das unterschätzt man als Laie. Man hat dann schon, man merkt das, wenn der Körper leer wird und dann fängt es überall zum Zupfen. Und du weißt jetzt, du kannst nicht mehr zu dem Ball kommen und das ist schon eine schwierige Angelegenheit. Ja, die Engländer, haben wir schon öfter festgestellt jetzt, überhaupt schon im Laufe der letzten Tage, haben also dieses Finale wirklich verloren, selbst verloren. Hätte es in der Hand gehabt, noch dazu im eigenen Stadion in Wembley. Haben aber jetzt verloren und sind bereits, liegt da ein Fluch drüber oder was ist dahinter, was kann da dahinter stecken, wenn man jetzt in 10 Entscheidungen 10-mal im Elfmeterschießen scheitert? Naja, das ist anscheinend der Fluch. Oder sie denken negativ. Ich glaube, da ist sehr viel negativ. Die gehen schon mit ein bisschen mit einem Bammel zum Elfmeterschießen hin, weil sie sagen, nein, wir verlieren sie eh. Und du musst also versuchen, immer positiv zu denken. Egal was ist, da gehe ich hin und haue meine, muss ich mir denken. Und nicht, nein, da geht es gut oder geht es nicht gut. Und dann geht es genau nicht gut. Wie es bei dem, der hinstolpert, zuerst überlegt er lang, stolpert dann und hat dann an die Stange. Nicht? Ich meine, vielleicht habe ich da andere Meinung, aber so einen Elfmeter zu schießen mit 17 Step-Schritt und dann nochmal abbremsen, du hast einfach dann den Schwung, unterbricht man ja. Und dann, ja, wenn der Ball zu leicht gespielt wird. Die Kraft außerdem im Schuss, ne? Das weiß ja jeder von uns, der Fußball gespielt hat, wenn man im Lauf ist, die Kraft des Schuss, die Schusskraft einfach anders. Und wenn man nicht sicher bin, wohin, dann gibt es nur eins, Kanone in die Mitte. Vor allem eins ist auch die Reaktionszeit von Torhüter ist ja extrem kurz. Also wenn der 11 Meter mit, weiß ich nicht, 100 Stundenkilometer kommt, da musst du schon froh sein, wenn du die Hände in die Hände kriegst. Ja, wirklich. Also da glaubst du ja gar nicht, was da für eine Geschwindigkeit unterwegs ist, wenn der volles Rohr schießt. Verstehe ich auch nicht, weil, aber ja, okay. Wenn es drinnen ist, hat er immer recht. Schütze. Wir haben das einmal getestet in meiner Zeit. Schuss, die KMH. Mein Bruder hat geschossen, glaube ich, 133 KMH. Also das sind von die 10 Meter oder 11 Meter, das ist nicht wenig. Nicht? Von wo aus wird dieser Schuss gemessen? Das waren vom damals, Abschuss oder ja, weil er abschlägt? Das ist damals war es halt ein Radargerät. Haben sie aufgeschrieben mit seinen Lichtschranken. Und das, glaube ich, hat viel ausgemacht, wo man den Lichtschranken richtig getroffen hat.
weil das wird dann auch sicher variieren. Aber du hast 4 Versuche gehabt oder 5 und er hat immer so einen Schnitt gehabt, 120, 25, 130. Also pff, da haben wir gedacht, jetzt weiß ich, warum sie den der Mauer immer drucken, wenn du schießt. Voll im Ernst. Wir haben uns auch aber bekannt für das. Ja. Naja, wir haben miteinander so einmal scharf geschossen eigentlich. Und wenn ich Freistoß trainiert habe, hat sich keiner in die Mauer gestellt und gesagt, steh allein, schieß allein, lass uns in Ruhe. Wobei, da gibt es ja jetzt Statistiken. Zwar war ich auf einer Vorbildung, dass sich die Schussgeschwindigkeit in den letzten 2 Jahren verdoppelt hat, allgemein. Meine, natürlich hat es früher auch gute Schützen gegeben, aber allgemein. Liegt am die Schussgeschwindigkeit. Ja, athletischen Training, Krafttraining. Und auch genau. In den Schuhen wahrscheinlich. Genau, genau. Ja, der Ball hat sich schon sehr aber es hat die Schussgeschwindigkeit sich verdoppelt. Und da dann noch die Hände hoch zum Kriegen und den Ball zu halten, bist du ja froh, dass der nicht irgendwo ins Gesicht oder an irgendeinem blöden Körperteil kriegst. Ja, man sieht ja oft in Zeitlupe, wenn der den Ball trifft, oft fliegt der Ball, der bewegt sich gar nicht. Der fliegt einfach schnurgerad und fängt dann am Schluss an, also für den Dormann, das verändert die Richtung, das ist schwierig. Weil der konzentriert sich auch und sagt, den kann ich jetzt vielleicht fangen oder abklatschen und auf einmal ist der Ball da unten. Ne? Also ich möchte kein Tormann sein. Die Schuhe waren auch anders. Ich kann mich erinnern, meine ersten Fußballschuhe, da habe ich nicht einmal gehen können damit. Die waren so wie die Sicherheitsschuhe bei der Arbeit. Ne? Also das Material hat sich irrsinnig verändert. Ja, hat sich verändert. Wenn du es schaust, halt kostet, ein Bummerschuh von meinem Sohn habe ich mir geschaut, 299 Euro. Sag ich, Mario, den musst du versichern lassen. Wenn man da dann aufsteigt, den musst du da zeigen. Weil das sind 299 Euro, das musst du umrechnen. Das sind 300 Euro, das ist ein Geld. Also, und das sind 4.000 Schilling. Da war die Schuhschachtel schwerer als mit der Schuhe. 4.000 Schilling? Ja. Das ist ein Wahnsinn. Naja, das sind alle aus Plastik. Jetzt gibt es schon, da kannst du reinschlüpfen, brauchst nicht mehr zubinden. Also, was da alles schon gibt. Also, ganz leicht. Also, wir sind in die Badewanne gestiegen damit. Dass der Schuh los wird und dann haben wir die Strecke reingeben. Eins darfst du auch nicht vergessen. Der Ball hat sich auch total verändert. Ja, total. Der war ja viel schwerer und. Also die sind ja leicht. Und wie du sagst, aus 20, 25 Meter fangen sie richtig zum Flattern an. Warum? Die Bälle sind immer verändert geworden. Immer zu Ungunsten des Torhüters, weil sie mehr Tore haben wollen. Und jetzt, wenn du dann den Ball noch ordentlich triffst, na, da musst du als Tormann froh sein, dass... Wenn der dass Banane macht. Ja, die Materialien sind nicht so... Genau. Ein Spiel war bei der Euro interessant, da hat der Ball richtig eine Banane gemacht, um den Tormann herum. Ja, es ist... Das ist natürlich. Spiel war. Ich glaube Tschechien oder so. Egal, aber da hat der Ball richtig eine Banane gemacht, vom Schuss her, vom Stürmer, und der Tormann hat geschaut. Bei uns war, wenn der Ball nass geworden ist, hast du... Bei einem Kopfball hast du gedacht, du kämpfst einen Stein. Und für den Dormer war es natürlich auch irrsinnig schwer. Nicht? Weil die haben erstmal die Handschuhe waren anders. Die Handschuhe. Jetzt sind Handschuhe, der nimmt den Ball und der bleibt biegen. Ja, das richtig. Ich kann mich erinnern, wir haben in Albanien gespielt, das war so ein Europacup-Match. Da hat der Dormann von den Albanern angehabt, die Autofahrerhandschuhe, die was früher die in Leder, wo die Finger rausgeschaut haben. Das hat der ein Tor gespielt. Also, na klar, der kann Ball fangen können, wenn es nass war. Ja, sicher, es rutscht. Der Baumgartner Hubert hat ihm dann Handschuhe geschenkt. Bei einem Retourspiel, nach dem Retourspiel, nicht vorher. Ja. Das haben wir schon ausgenutzt. Also, das waren schon. Wie er ausgeschieden ist, gehört also, da muss man sagen, das hat sich mitentwickelt alles. Nicht? Ja. Aber wie er sagt. Sicher entscheidend bei dieser Euro gewesen, nicht? Ja. All diese Dinge. Ja. Na gut. Wir haben jetzt auch festgestellt, nicht wir, sondern das ist passiert, die Euro 2020, 2021 gespielt, aufgrund der Covid-Situation. Italien ist verdienter Europameister, England Vize-Europameister. Es hat einige Überraschungen gegeben in dieser Euro. Es waren einige Mannschaften überraschend gut, sind weit gekommen, sind dann aber auch ausgeschieden. Manche Favorits sind gleich ausgeschieden. Zum Beispiel die Deutschen haben da überhaupt nichts mitzureden gehabt, wenn man das im Nachhinein betrachtet. Die Dänen haben das Pech gehabt mit diesen Ärgsten. Sonst hätten die gleich von Anfang an vielleicht ganz vorne mitgespielt. Spanien musste nach Hause fahren. Und also etliche, wie habt ihr das jetzt gesehen in der Revue jetzt? Ja, die Spanier haben Platz 3. Ballbesitz gehabt, weiß nicht, 80-90% immer in diese Spiele. Aber am Endeffekt ist ab 25 Meter vorne da nichts mehr passiert beim Gegner.
Also die das hat super ausgeschaut. Ja. Und nochmal und nochmal und nochmal. Abschluss hat man eigentlich dann verpasst. Bei den Deutschen habe ich das Gefühl gehabt, das ist ein zerstrittener Haufen. Da spielt jeder, was er glaubt, was gut ist. Der Teamchef ist halt draus gestanden, wie eine Auslagpuppen, habe ich gesagt. Der hat überhaupt nichts, oder hat er keine Macht mehr gehabt, keine Ahnung. Also so hat das gewirkt, weil so schlecht wären die Deutschen nicht gewesen. Die haben schon ein gutes aufgebaut. Er hat eigentlich mit der Jahrhundertelf gespielt, das war natürlich auch ein Problem. Nicht? Herr Müller, der schon einmal Weltmeister war, hat jetzt da noch einmal müssen hinein. Oder auch zum Beispiel Hummels mit seinem Eigentor, das war ein bisschen ein Pech, aber Hummels hat schon, immer, ja. Hat man fast vergessen schon in der Nationalmannschaft, kommt jetzt wieder dran, ist wieder in der Nationalmannschaft, das war also schon. Ja, man hat alle ausgebotet und ja. Dann hat man es wieder zurückgeholt. Also, weißt, was da kann man drüber diskutieren. Speziell aufgefallen, dass sehr viel der Unterschied zwischen den großen und kleinen Nationen total klar ist. Also es wird sich immer... Es verändert sich immer mehr, dass oft nur ganz, ganz Kleinigkeiten entscheiden. Die wissen ja über Video alles vom Gegner, jede Kleinigkeit. Die Standardsituationen sind wichtig. Wo es mir auch aufgefallen ist, war, dass speziell sehr viele Eigentore waren. Warum auch? Wahrscheinlich sind die Verteidiger so unter Druck gewesen. Oder der Ball ist so scharf reingekommen, weil früher ist er Flanken reingekommen mit 2 km/h. Heute kommen sie rein wie Schuss. Und da ist der Verteidiger oft ein armer Hund. Stangelpass. Du musst eingreifen als Verteidiger. Ja. Das sind die Eigentore. Das kann passieren, und dann halt schief geht. Sehr viele Eigentore dadurch. Der war so angeschossen. Ja, der hat natürlich nicht mehr ausweichen können und hat versucht zum Retten. Geht nicht mehr. Einfach. Und wie gesagt, die Details, also so viele Kleinigkeiten. Und man hat ja auch gesehen, dass relativ viel Elfmeterschießen hat, um was gegangen ist. 15 Mal am Start. Ja. 15 also, das heißt, es entscheiden nur extreme viele Kleinigkeiten. Und das wird nein, immer. Die sogenannten kleineren Länder haben auch viele, die im Ausland spielen. Nicht? Und die kommen mit der Routine zurück. Wegweite. Und ist Liechtenstein auch, zum Beispiel macht Punkte. Ja. Luxemburg braucht Punkte. Zypern. Kannst nicht mehr hinfahren und sagen, okay, das ist schon, alles erledigt. Nicht? Kann man erinnern, wie wir damals. Gegen Malta war eine Wette in der Redaktion, wie hoch gewinnt Österreich und wie viele Tore schießt der Krankl? Ja, wir haben 18-0 gewonnen und der Krankl hat 6 Tore geschossen. Ja, das war in Salzburg, das Match. Ja. Da war ich zuschauen. Ja. Also das ist, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Nein, das heute gegen Malta mehr. Muss genauso spielen wie gegen Frankreich. Wenn du den Kader durchlässt, ist mehr als die Hälfte spielt im Ausland. Und die bringen natürlich eine super Erfahrung mit. Ja. Ja, Frankreich ist auch ausgeschieden, nicht? Naja, war sicher ein Mitfavorit? Mitfavorit, aber ja, nein, die Athletik entwickelt sich immer mehr. Das sind alle austrainierte Burschen. Da gibt es, glaube ich, fast keinen, der ein Gramm Fett hat. Das sind wir Bodybuildinger zum Teil. Ja, die Engländer haben der Show und dann den Körper wie ein Bodybuilder. Ja, wie ein Bodybuilder fast. Der spürt ja gar nicht, was den Arme ist. Ja. Der sagt, was ja. Machst du da? Vor allem auch in Zweikampf dann. Wenn ein Zweikampf ist und du bist nicht, man nennt das halt Stabübungen. Fast jeder hat einen durchtrainierten Körper und in Zweikampf versucht jeder, den geht's anderen wegzudrücken. Geht aber gar nicht mehr anders. Ja. Bei den Franzosen habe ich so das Gefühl gehabt, da sind zu viele Häuptlinge spielen da. Das ist mir so vorgekommen. Ja. Der Mbappé ist sicher, der ist sicher Weltklasse-Spieler, aber der hat keine Disziplin gegenüber seinen trainierten Spielern. Der macht seitdem, den interessiert das gar nicht. Also der muss beim Charakter noch viel arbeiten. Warte, gar nicht anders, nicht? Mit Ronaldo? Na gut, da weiß man es dann so. Europameister ausgeschieden, der Regierende. Das war bei den Brasilianern früher, die sind alle gekommen vom Club, wo sie eigentlich spielbestimmend sind. Und dann sollst du aber eine Mannschaft zusammenbauen, nicht? Wo einer für den anderen läuft und Gas gibt. Nicht? Die Engländer haben das damals lange gemacht, weil Bobby Charlton und solche Typen, wenn ich mich zurückerinnere, die waren Manchester United, Liverpool, 3-4 Liverpool, die waren fast alles nur zusammengewürfelt. Wie seinerzeit ganz früher mal, du wirst dich erinnern können, Austria Rapid, nicht? Die Nationalmannschaft hat fast nur aus Austria und Rapid bestanden. Wenn man so zurückdenkt. Und so ist ein anderer reingerutscht. Ja, nicht? Ich kann mich erinnern, da waren so Buben, war nur Austria Rapid, nicht? Bleiben wir gleich bei Österreich. Österreich hat sich sehr gut verkauft bei dieser Euro 2020, glaube ich. In der Gruppenphase gut gespielt. Gegen Holland, naja, war halt ein bisschen Pech dabei. Haben wir so viel Respekt gehabt. Haben wir vielleicht Respekt gehabt in Holland drüben. Aber die Österreicher haben sehr gut gespielt.
sind also weitergekommen auch und haben dann gerade Italien sehr gefordert, muss man sagen. Das war die einzige Mannschaft, jetzt vielleicht im Endspiel hat es anders ausgeschaut mit England, aber die Engländer haben wir festgestellt, haben selbst verloren das Spiel. Aber sonst die Italiener haben ja gegen Österreich sich wirklich schwer getan. Das war die einzige Mannschaft, die Türken haben es weggeputzt, alles andere haben es weggeputzt und dann kommen die Österreicher und dann sind die Verlängerung gegangen. Naja, es fängt mir sicher mit denen zusammen, dass wir sehr viele Spiele im Ausland haben, in Top-Ligen, die dort gefordert werden. Jetzt kommen sie zu uns und sind aber gut trainiert oder gut so ausgebildet, sagen wir so. Und da haben wir schon eine gute Mannschaft. Aber man sieht schon, dass alles im Prinzip fast im Ausland spielt, wenige in Österreich. Und dadurch sind wir relativ gut, stehen wir da. Also wir haben eine gute Mannschaft, das passt an und für sich. Schaut gut aus momentan, wenn die Entwicklung so weitergeht. Aber natürlich hängt es mit denen auch zusammen, dass sehr viel im Ausland sind. Ja, mal schauen, ob sie jetzt überhaupt zur Weltmeisterschaft kommen. Nicht? Da schaut es in der Tabelle nicht so gut aus. Ist eigentlich keine schwere Gruppe, aber da haben wir schon... Ja, wenn wir so spielen wie in der Europameisterschaft, glaube ich, haben alle fit. Das Wichtigste ist ja, dass wieder das Gerüst fit bleibt. Nicht? Bleibt, ja. Weil wenn du Pech hast, gibt es da 4, 5 Verletzte. Ja. Dann hast du wieder ein Problem. Nicht? Wo aber nimmst du die anderen her dann? Nicht? Also Hut ab, die Österreicher, muss man sagen, sind international momentan bei den guten ja, dabei. Das war ein Warnschuss für die Italiener. Die haben dann gesehen, zweite Halbzeit, man kann sich gegen niemanden mehr ausrosten und sagen, das schaffen wir zurück, das spielen wir zu Hause, das geht nicht. Hätten auch wir das Tor machen können. Ja, du spielst dich dann so in einen Rausch rein, wo du als Gegner dann nichts mehr machen kannst. Du willst das dann versuchen, mal sehen, hoppala, das haben wir jetzt falsch gemacht, aber das geht dann nicht mehr. Weil der Gegner ist schon, der ist schon so echt... Der kocht schon innen. Ja, ja. Und da gelingt dann viele Sachen und bei dir gelingt dann nichts. Und hiermit kommst du dann schon ins Trudeln und dann wird es schwierig. Nicht? Ja, vielleicht könnte man dann bei der nächsten Eurobilanz in 4 Jahren, eigentlich nur mehr in 3 Jahren, sagen, Österreich ist Europameister. Wünschen wir uns das.